Natürlich aus Allgäuer Milch. www.salita.de. Herzlich willkommen zu den Allgäu-TV-Nachrichten. Die Corona-Lage im Allgäu spitzt sich zu. Die Inzidenzen steigen in allen Landkreisen. Das Ostallgäu ist seit heute wieder im Lockdown. Im Klinikum Kaufbeuren gibt es aktuell kein freies Intensivbett mehr. Die Allgäuer Krankenhäuser sind allgemein mittlerweile an der Belastungsgrenze angekommen oder zum Teil schon drüber. Deswegen wurde heute der erste Allgäuer Corona-Patient verlegt. Dazu gleich mehr bei uns in der Sendung. Außerdem gibt es heute noch diese Themen. 2G in Hausarztpraxis, Ungeimpfte werden nur noch im Notfall behandelt. Polizei führt neue App ein, ab sofort gibt es Strafzettel digital. Und Mehrweg statt Müll, wie gut funktioniert Recap im Allgäu? Das Wetter im Allgäu, es schneit und bleibt kalt. Die steigenden Corona-Zahlen bringen die Allgäuer Kliniken in Not. Im Klinikum Kaufbeuren gibt es aktuell kein freies Intensivbett mehr. 3/4 der Intensivpatienten hier sind Corona-Patienten. Ähnlich sieht es auch in anderen Allgäuer Kliniken aus. Entlastung soll nun die Verlegung von Patienten bringen. Deshalb wurde heute der erste Allgäuer Corona-Patient von Memmingen aus mit einer Maschine der Bundeswehr in eine andere Klinik geflogen. Boris Weltermann mit den Details. Die Corona-Fallzahlen in Bayern und im Allgäu steigen fast ungebremst. Ärzte und Pflegende sind am Anschlag. Jetzt werden erste Patienten in andere Bundesländer verlegt. Ja, die Intensivstation hier in der Klinik in Ottobeuren ist voll. Alles, was wir bisher wissen, ist, dass ein Patient von hier über den Flughafen Memminger Berg nach Nordrhein-Westfalen verlegt werden soll. Es soll sich um einen älteren, beatmeten Patienten handeln. Punkt 14 Uhr steht der Airbus A310 MedEvac bereit. Mit der als fliegende Intensivstation bekannten Maschine der Luftwaffe können bis zu 6 intensivpflichtige Covid-19-Patienten transportiert werden. In dieser Maschine werden Patienten aus unterschiedlichen Teilen Bayerisch-Schwabens nach Münster in Nordrhein-Westfalen verlegt, darunter ein Patient aus Ottobeuren und ein Erkrankter aus Bobingen bei Augsburg. Die Intensivstationen der Krankenhäuser in einigen Regionen Bayerns sind an der Belastungsgrenze angelangt. Immer mehr beatmungspflichtige Patienten kommen dazu und machen diesen drastischen Schritt notwendig. Ob alle 6 Plätze in der Maschine belegt wurden, war bei Redaktionsschluss noch nicht klar. Laut einer Sprecherin des Klinikverbunds Allgäu könnten in nächster Zeit auch weitere Patienten verlegt werden. Bereits am Wochenende sollen gut unterrichteten Kreisen zufolge weitere Flüge in andere Teile der Bundesrepublik folgen. Ob dann auch wieder Patienten aus Allgäuer Kliniken dabei sind, ist noch nicht bekannt. Eine willkommene Entlastung für die betroffenen Kliniken. Bleibt zu hoffen, dass jetzt nicht die Krankenhäuser im Norden überlastet werden. Überlastet oder besser gesagt überfordert mit der derzeitigen Situation sind viele aus der Tourismusbranche. Vor allem in den akuten Lockdown-Regionen, wie zum Beispiel im Ostallgäu. Seit heute muss das öffentliche Leben dort wieder komplett heruntergefahren werden. Gerade jetzt vor Weihnachten müssen Hotels und Gastronomie also wieder schließen. Eine Katastrophe für viele Inhaber. Wir waren in Füssen und haben dort mit dem Tourismusdirektor gesprochen. Für Hotelbetreiber und Gastronomen in Füssen ist heute kein guter Tag. Aufgrund des heute beginnenden Lockdowns im Ostallgäu müssen sie ihre Türen wieder schließen. Es ist quasi der erste Tag des zweiten Lockdowns dieses Jahr. Füssen trifft das besonders hart, denn ein Viertel der Einnahmen der Stadt kommt aus dem Bereich Tourismus. Und wenn der Tourismus nicht funktioniert, dann wird schon die Luft dünn hier für die Stadt. Dann merkt man, dass die Einkommenssituation schlechter wird. Auch die Arbeitsplatzsituation natürlich ist ja auch sehr, sehr wichtig, dann die Arbeitsplätze im Tourismus zu halten. Das ganze Angebot auch an Gastronomie und sonstigen Vergnügungen lebt auch sehr stark davon, dass auch Touristen es wahrnehmen. Und dementsprechend profitiert die Stadt sehr, sehr stark vom Tourismus. Beziehungsweise leidet natürlich dann auch in Phasen, in denen der Tourismus jetzt beispielsweise, wie jetzt aktuell, nicht möglich ist. Die 600 Pensionen und Hotels trifft das natürlich am meisten.
In der Gastronomie gibt es zumindest die Möglichkeit, Speisen zum Mitnehmen anzubieten. Allerdings dient das laut Stefan Fredelmeier nicht hauptsächlich, um große Umsätze zu generieren, vielmehr um den Kontakt zu den Gästen aufrechtzuhalten. Also das heißt, es gibt die Fördermöglichkeiten, ob die dann wirklich ausreichen, das kann man im Augenblick noch nicht sagen. Und natürlich ist dann auch immer die Frage an Anschlussunterstützungsmöglichkeiten, weil diese Überbrückungshilfe 3+ nur bis Ende des Jahres geht. Wie lange der Lockdown im Ostallgäu aber tatsächlich geht, ist abhängig von der Inzidenz. Erst wenn diese 5 aufeinanderfolgende Tage unter 1000 liegt, kann wieder Normalität einkehren. Wenn wir jetzt wüssten, dass wir einen Lockdown haben von 3 Wochen, dann würden sich die Gastgeber auch nicht, also die wären besorgt, aber sie wären jetzt nicht, ich sag mal, hysterisch. Man weiß aber nicht, wie lange der Lockdown dauert. Es heißt also geduldig sein und abwarten. Gehofft wird bei den Betroffenen natürlich, dass die Weihnachtssaison ohne Einschränkungen stattfinden kann und die Stadt Füssen bis dahin ihre Gäste wieder empfangen darf. Bleibt abzuwarten, wie gut die aktuellen Maßnahmen greifen und ob sich die Lage dadurch etwas entspannt. Zum Gegenteil tragen dazu aktuell einige Jugendliche bei, die sich auf sogenannten Corona-Partys treffen. Was das genau ist, erfahren Sie nach der Werbung in unseren Kurznachrichten. Bis gleich. Teppiche bringen Gemütlichkeit in Ihr Zuhause. Sie suchen den passenden Teppich? Bei uns finden Sie Teppiche nach Ihren Wünschen. Kiepler Teppiche, natürlich, regional und handgefertigt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Allgäu-Mail, die Komplettlösung für Ihre Geschäftspost. Von der Abholung über die Erfassung und Sortierung aller Briefsendungen bis zur Zustellung. Ein persönlicher Ansprechpartner für Ihre gesamte Post. Zuverlässig, flexibel, preiswert. Allgäu-Mail, Ihr Spezialist für Briefzustellungen und Postlogistik. Jaroslav Bauer meldet sich dann bei Ihnen. Wiederhören. Hallo, Eugen. Kommen Sie zur Auffrischungsimpfung? Ja. Carpendale? Hello again. Da bin ich wieder. Immer herein in die gute Stube. Nur mit der Auffrischungsimpfung sind Sie bestmöglich gegen schwere Erkrankungen durch das Coronavirus geschützt. Optimieren Sie Ihre Auffindbarkeit bei Google für relevante Keywords. Erhalten Sie wichtige Entscheidungshilfen. Suchmaschinenanalyse. Wir zeigen Ihnen wie. Und nun die Kurznachrichten von heute. Um als genesen zu gelten, treffen sich Jugendliche immer wieder auf sogenannten Corona-Partys. Das bestätigt auch die Recherche des Bayerischen Rundfunks. Auf diesen Partys treffen sich junge Menschen mit Corona-Infizierten, um sich absichtlich anzustecken und dann nach der Quarantänezeit als genesen zu gelten. Auf diese Art und Weise soll die Impfung umgangen werden. Bei Ärzten wie dem Memminger Intensivmediziner Dr. Andreas May stößt das auf Unverständnis und Entsetzen. Ja, ist völlig wahnsinnig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wer Nachrichten sieht und sich einigermaßen fortbildet, Zeitung liest, weiß, dass die Corona-Infektion bei weitem um ein Vielfaches gefährlicher ist, als vermeintliche Impfnebenwirkungen sein können. Es ist völlig abstrus. Und ich kann davon nur abraten. Trotz der aktuellen Corona-Situation planen die Organisatoren der 70. Vierschanzentournee weiterhin alle 4 Veranstaltungen im Dezember mit Zuschauern. Ob das so funktionieren wird, ist allerdings laut des Präsidenten der Vierschanzentournee unklar. Derzeit gilt als Mindestanforderung 2G+. Der Kartenvorverkauf in Oberstdorf wurde bereits gestoppt.
Das waren die Nachrichten von heute. Jetzt kommt noch der Blick aufs Wetter. Bei jedem Wetter. Wir sind, wo das Leben spielt. Machen Sie Ihre Küche zum Genussraum. Für gute Gespräche, die besten Partys, die schönsten Zeiten und die wichtigsten Menschen. Küchentrunzer in Waltenhofen. Heute Nacht erwartet das Allgäu wieder Schnee. Es wird kalt, bei Werten bis zu minus 3 Grad. Auch morgen Vormittag schneit es in den meisten Regionen noch weiter. Im Ostallgäu gibt es keinen Schnee, da regnet es. Die Temperaturen klettern in den Plusbereich, die Höchstwerte liegen bei 4 Grad im Oberallgäu. Am Nachmittag geht der Schnee auch im Unter- und Oberallgäu zu Regen über. Im Westallgäu schneit es weiter, die Werte bleiben unverändert. Auch in den Allgäuer Bergen wird es weiß, es schneit auf allen Gipfeln. Am Hochgrat und Gründen zeigt sich vereinzelt die Sonne, überwiegend bleibt es aber grau. Die Werte liegen zwischen 0 und minus 5 Grad. Das Wochenende über schneit es im Allgäu. Sonntag wird der freundlichste Tag, da scheint immer mal wieder die Sonne. Die kommende Woche starten wir dann ebenso mit Schneefällen und grauen Wolken. Am Dienstag kommt zu den Schneefällen noch etwas Regen dazu. Es bleibt kalt bei 0 bis minus 2 Grad. Es ist ein radikaler Schritt, den Dr. Paul Offenberger aus Waltenhofen geht. Seit Montag, dem 23.11., setzt der Allgemeinmediziner in seiner Praxis auf 2G. Heißt, Zutritt und somit auch eine Behandlung bekommen bei Dr. Offenberger nur noch Geimpfte und Genesene. Ausnahmen macht der Allgemeinmediziner nur in Notfällen. Eine Behandlung nur unter der Voraussetzung der 2G-Regelung. So arbeitet Dr. Paul Offenberger seit Dienstag hier in seiner Hausarztpraxis in Waltenhofen. Der Allgemeinmediziner möchte keine ungeimpften Patienten mehr behandeln. Seine Geduld neige sich dem Ende zu, so Offenberger in einem Brief an seine Patienten. Für ihn fehlt ohne Impfung die Vertrauensbasis zwischen den Patienten und dem Arzt. Die Grundlage des ärztlichen Handelns ist das gegenseitige Vertrauen. Wenn ich als Patient kein Vertrauen in meinen Arzt habe oder in meine Hausärztin, dann gibt es eigentlich keine Behandlungsgrundlage. Und dann habe ich auch als Arzt das Recht, diesen Arzt-Patienten-Vertrag zu kündigen und zu sagen, es tut mir leid, ich behandle Sie selbstverständlich jederzeit weiter in Notfällen, aber nicht mehr routinemäßig. Rechtliche Konsequenzen fürchtet Dr. Offenberger aber nicht. Er verstoße nicht gegen seinen hippokratischen Eid, denn jeder Arzt hat das Recht, sich seinen Patienten selbst auszusuchen. Genauso wie sich die Patienten ihren eigenen Arzt aussuchen können. Wenn ich hier so drücke, tut es jetzt nicht so weh, ja? Ich habe das mit meinen Waltenhofener Kassenarztkollegen eben besprochen. Am nächsten Tag habe ich den Leiter des Ärztlichen Kreisverbandes angerufen. Ich gehöre zum Ärztlichen Kreisverband Oberallgäu. Das ist der Andreas Baumgarten, den habe ich angerufen. Sag ich, Herr Baumgarten, gibt es da Schwierigkeiten von arztrechtlicher Seite oder auch von strafrechtlicher Seite, wenn ich mein Recht wahrnehme, die freie Patientenwahl? Sie haben die freie Arztwahl, ich habe die freie Patientenwahl. Sagt er, keineswegs, er unterstützt mich da voll und ganz. Der Großteil seiner Patienten respektiert die Entscheidung des 69-Jährigen. In den sozialen Medien dagegen sieht das etwas anders aus. Der Allgemeinmediziner steht stark in der Kritik. Es wurde mit Bedauern, aber mit Respekt entgegengenommen. Ich habe nur von anderer Seite gehört, dass in den asozialen Medien, wie ich es jetzt einmal nenne, Facebook, da bin ich nicht drauf, aber da kamen einige Shitstorm-Bemerkungen, auch überwiegend positive Antworten auf diese Kritik, aber das tangiert mich eigentlich nicht. Diese Meinung teilen jedoch nicht alle. Auf Facebook schreibt ein Benutzer, man sollte ihm seine Approbation entziehen. Wenn man den Arzt im Internet sucht, finden sich auch hier zahlreiche negative Bewertungen, alle aus den letzten 3 Tagen. Das interessiert den langjährigen Hausarzt aber nicht. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Ich war auch schon so oft geschieden, das habe ich dann von meiner Putzfrau erfahren. Ja, alles so Gerüchte, das geht an mir vorbei. Ich habe genügend Selbstbewusstsein, ich habe meinen Glauben. Ja, und Gebet hilft mir, gibt mir Kraft. Ich weiß, dass ich vielleicht kein überragend guter Arzt bin, aber einigermaßen meinen Job in den letzten 35 Jahren hier an diesem Tisch einigermaßen gemacht haben. Ich habe sehr viel Rückhalt bei meinen Patienten, andere Leute, die mich überhaupt nicht kennen, ja, das will ich jetzt nicht bewerten. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Gesund bleiben. Doch egal, ob Kritik im Internet oder weniger Patienten in der Praxis. Mit den Konsequenzen kann Dr. Paul Offenberger leben. Für ihn steht fest, dass die Impfung der einzige Weg aus der Pandemie ist.
Und genau dafür setzt sich der Hausarzt auch weiterhin, trotz kritischer Stimmen, ein. Seit Juni diesen Jahres gibt es in Memmingen Strafzettel, auch in digitaler Form. Nun soll auch das restliche Allgäu mit Online-Knöllchen versorgt werden. Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde der digitale Strafzettel vom Polizeipräsidium Schwaben-Südwest vorgestellt. Der digitale Strafzettel, er soll jetzt im gesamten Allgäu Verwendung finden. Die Polizei nutzt dafür ab sofort eine App namens MOVI. Mit der stellen die Beamten künftig digitale Strafzettel für Falschparker aus. Wenn dieser Strafzettel online erfasst ist, dann gibt es eine sogenannte Bürgerbenachrichtigung, die an der Windschutzscheibe angebracht wird. Und die ist mit diesem Online-Vorgang verknüpft. Und wenn dieser Bürger letztendlich diese Bürgerbenachrichtigung findet, dann kann er über einen QR-Code im Bürgerportal nachschauen, was wird ihm vorgeworfen und unter Umständen auch sofort diese Verwarnung dann begleichen. Okay, dann frage ich mich sofort als erstes mal, was meine Schwiegereltern oder ältere Leute, ich bin Physiotherapeutin, wie die das machen. Da kann man ja froh sein, wenn sie überhaupt ein Smartphone haben. Also da gehen die Meinungen ja auseinander. Und wie die das dann handeln sollen. Also ich glaube, dass die dann hoffnungslos überfordert sind. Bin ich dafür. Also ich finde es gut, wenn wir vom Papier wegkommen und das digital funktionieren kann. Grundsätzlich halte ich vom Knöllchen natürlich gar nicht viel. Der Vorteil, den sehe ich echt eher bei den Behörden, dass sie natürlich weniger Verwaltungsaufwand haben, eventuell auch von einem oder anderen, dass er natürlich sagt, okay, mache ich schnell. Aber ich glaube, dass es für den, der es zahlen muss, er muss es so oder so zahlen. Mir geht die ganze Digitalisierung viel zu weit. Es gibt schon einen Knatsch, warum die Bundesregierung, die neue, kein Digitalministerium einfindet. Es gibt viele andere wichtige Dinge. Und gerade digital, da verdienen immer nur ein paar kleine oder große, will ich sagen, wie zum Beispiel Amazon, Facebook und alle, wie sie heißen. Das sind die, die abkassieren und keine Steuern zahlen. Es ist ein bisschen kompliziert für uns, weil wir nicht diese Technik haben dazu. Wir sind doch schon etwas älter, über 80, und da ist es dann schwierig. Also lieber würde ich schon auf bisherigen Weg bezahlen, wenn ich schon bezahlen muss. Einige Menschen, die kein Smartphone haben, machen sich also Sorgen, dass sie nun Nachteile haben. Diese kann die Polizei aber nehmen. Auf dieser Bürgerbenachrichtigung finden sich natürlich auch immer noch der Stempel der Polizeidienststelle und auch des Kollegen, der diesen Strafzettel online ausgestellt hat. Und dann kann der Bürger bei der Dienststelle letztendlich nachfragen, was wird mir vorgeworfen, und dann bekommt er diese Auskunft. Und ansonsten nach einigen Tagen, wenn er nicht darauf reagiert, wird ihm nochmal diese Verwarnung schriftlich zugesandt. Also kein Grund zur Sorge für Menschen, die keine Möglichkeit haben, einen QR-Code zu scannen. Der bisherige Strafzettel bleibt bestehen für die Menschen, die kein Smartphone haben. In erster Linie will die Polizei aber Strafzettel in Papierform durch digitale ersetzen. Eine Vereinfachung für manche Bürger und definitiv für die Arbeit der Polizei. Jetzt machen wir eine kurze Pause. Danach geht es bei uns unter anderem um ReCup, das Mehrwegpfandsystem für Kaffeebecher. Wie gut das seit seiner Einführung bei uns funktioniert, sehen Sie gleich. Also dranbleiben. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum. Bahnhofstraße 42 in Kempten. Jetzt gewinnen und regional einkaufen mit dem Geldregen der Allgäuer Zeitung. Täglich warten 75 Geldpakete im Gesamtwert von 75.000 Euro auf Sie. Alle Infos gibt's in Ihrer Allgäuer Zeitung. Herzlich willkommen bei Delta Möbel, Ihrem Spezialisten für Inneneinrichtung. Wir bieten eine reichhaltige Auswahl individueller Möbel. Für jeden Anspruch das Richtige, dank der persönlichen Beratung durch unser Fachpersonal. Besuchen Sie uns in unseren Häusern in Bubesheim und Leutkirch im Allgäu. Diese Woche hält Ostalgie Einzug bei TV Bayern Live, denn ein recht junger Mann hat eine ganz besondere Leidenschaft. Statt Zocken oder Fußball steht bei ihm der Trabi an erster Stelle. Egal ob Miniaturmodell oder echtes Auto, Julian Riese aus Kulmbach ist absoluter Experte auf dem Gebiet. Diesen Samstag 17.45 Uhr auf RTL. Bei uns genießen Sie Ihren Urlaub auch mit körperlichen Einschränkungen. Erfahren Sie Freude an Unternehmungen und gleichzeitig qualifizierte Pflege. Berggasthof Sonne, Pflegehotel Allgäu. Urlaub genießen und Pflege erfahren.
Versammlung, Diskussionsrunde, Trauerfeier, Präsentation, Schulung oder Studioaufzeichnung. Wir sind Ihr Partner für Streaming und Aufzeichnungen. Interessiert? Melden Sie sich unter streaming@allgäu-tv.de. Die Brille loszuwerden kann heute so einfach sein. Ihre Spezialisten vom Laserzentrum Allgäu in Kempten sind gerne persönlich für Sie da. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für Ihren Eignungscheck. Auf dem Weg zur Arbeit oder beim Schlendern durch die Stadt. Coffee to go ist sehr beliebt. Doch der kleine Koffeinkick zwischendurch bringt ganz schön viel Müll. Ein Startup-Unternehmen aus München will der Müllflut ein Ende bereiten und hat 2016 recycelbare Coffee-to-go-Mehrwegbecher in Umlauf gebracht. Recap nennt sich das Ganze. Seit 5 Jahren gibt es das Pfandsystem für Kaffeebecher in vielen Großstädten. Seit knapp 3 Jahren ist das Allgäu auch mit dabei. Eine schöne Tasse Kaffee auf dem Kempner Wochenmarkt, das gehört für viele einfach bei einem Einkaufsbummel dazu. Entweder gemütlich am Tisch oder auch zum Mitnehmen. So lecker er auch ist, der Kaffee für unterwegs, er verursacht normalerweise viel Müll. Nicht aber hier am Kaffeestand. 2018 hat man sich dem Mehrweg-Pfandsystem für Kaffeebecher angeschlossen. Also überall wird so viel Müll produziert und wir haben gesagt, wir gehen jetzt einfach von diesen blöden Pappbechern weg. Diesen Gedanken haben immer mehr Allgäuer Kaffeeanbieter, erzählt uns Greta Mager von Recap. Wir haben eine ganz schöne Entwicklung gemacht. Es ist super, wir sind mittlerweile bei mehr als 80 Ausgabestellen im Allgäu. Und was auch super schön ist, ist, es gibt einen in Lindenberg, das ist so ein kleiner Ort, der im Allgäu, und da sind 8 Recap-Partner und die sind super happy und das ist total lustig, das ist wie so ein kleiner Recap-Ort geworden. Die Gastronomen sind untereinander super vernetzt und genau, auch von Stadtseite ist da ganz viel Engagement passiert. Auch in Kempten engagiert sich die Stadt für die Umwelt. Laut Martina Duffner gilt zum Beispiel auf dem Kempner Wochenmarkt eine Mehrwegpflicht. Wir überlassen das den Betreibern, wie sie das machen oder was sie auch verwenden. Die können natürlich Porzellan oder was auch immer verwenden und es dann eben spülen. Die können aber auch solche Systeme, die es gibt, verwenden. Also Vorgaben dazu gibt es von uns keine. In Kempten gibt es mittlerweile insgesamt 15 Recap-Partner. Einer davon ist eben auch der Kaffeestand auf dem Wochenmarkt. Erst empfehle ich, ja, trinkst es doch in der Tasse, da schmeckt der Cappuccino sowieso viel besser als aus dem Becher. Und wenn sie dann sagen, nee, wir müssen weiter, dann sage ich, ja, wir haben das Pfandsystem, Recap. Die Becher kosten 1 € Pfand und können bei teilnehmenden Recap-Partnern wieder abgegeben werden. Laut Janni Lederle entscheiden sich 9 von 10 Kunden für Recap. Die Akzeptanz ist also groß, klein ist jedoch die Zahl der Becher, die wieder zurückkommt. Wir geben mehr raus als zurückkommen. Wir müssen immer wieder nachbestellen. Wir wissen jetzt natürlich nicht, ob es woanders abgeben wird. Manchmal kommen auch welche, die sagen, ach, jetzt haben wir schon 5 Becher daheim. Also wir bringen jetzt 5 Becher auf einmal zurück. Klar, viele vergessen es halt dann daheim. Aber ich denke, vielleicht werden sie woanders abgeben. Das weiß ich natürlich nicht. Oder sie werden daheim weiterverwendet. Kann natürlich auch sein. Je mehr Partner eine Stadt besitzt, umso einfacher ist es für den Verbraucher, den Becher auch wieder abzugeben. Funktioniert Recap also in Großstädten wie zum Beispiel München besser? Natürlich stimmt es, dass das Pfandnetz, je ausgebauter das ist und an wie vielen Orten man praktisch sich Becher und Bowls ausleihen kann und wieder zurückgeben kann, desto einfacher wird es sowohl für Nutzer als auch für die Gastronomen und Gastronomen. Allerdings, das Beispiel in Allgäu zeigt, dass es eigentlich super schön ist, auch eine Art ist, Stammkundschaft an sich zu binden. In ländlichen Regionen sind oft einzelne Bäcker, die Vorreiterpositionen einnehmen und dadurch auch wirklich in Austausch kommen mit Stammkundschaft. Und dann wollen natürlich die Kunden auch ihren Becher wieder bei ihrem Stammlokal zurückbringen. Und das ist so eine Form von Kreislaufsystem, was mit Stammkunden super gut funktioniert. Das langfristige Ziel von Recap ist es trotzdem, deutschlandweit so breit aufgestellt zu sein, auch eben in ländlichen Regionen, dass man den Becher an jeder Ecke abgeben kann. Wichtig seien dabei Kooperationen mit Tankstellen. Wenn der Plan aufgeht,
dann sehen wir sowas hier in Zukunft gar nicht mehr. Und wir bleiben bei Maßnahmen zum Umwelt- bzw. Klimaschutz. Geht es um den CO2-Fußabdruck, hat in Deutschland die Industrie einen deutlich höheren Anteil als zum Beispiel Verkehr oder Landwirtschaft. Klar, dass sich dann nicht nur der Otto-Normalbürger und die Kommunen Gedanken über einen klimafreundlicheren Alltag machen müssen, sondern eben auch industrielle Betriebe. Ein Positivbeispiel dafür haben wir bei der Green Factory in Ungerhausen gefunden. Hier spart man jährlich mehr CO2 ein, wie 100 Durchschnittsdeutsche im Jahr verursachen. Wie das gelingt, Reporter Daniel Groß war vor Ort. Ungerhausen im Unterallgäu. Hier steht die Green Factory. Die Firma Alois Müller produziert hier unter anderem Lüftungs- und Wärmetechnik. Die CO2-Ampel im Werk steht auf grün. Das heißt, gerade ist genügend klimafreundliche Energie vorhanden. Aber wo kommt sie her? Selbst an trüben Novembertagen wie heute bringt die Solaranlage auf den Dächern etwa 15% der benötigten Energie. Und wo kommt der Rest her? Geschäftsführer Andreas Müller kann den Energiebedarf und Verbrauch des Werks live abrufen. Also letztendlich haben wir momentan knapp 30 kW aus der PV-Anlage und knapp 200 kW aus unserem Blockheizkraftwerk und decken damit eigentlich jetzt knapp 105% des Bedarfs ab. Unser Werk hat einen Verbrauch von 230 kW. Das heißt, mit Kraft-Wärme-Kopplung und mit Photovoltaik können wir eigentlich das Werk jetzt an eigentlich immer prädestinierten Tagen, nämlich Winter, grau, keine Sonne, theoretisch kein Wind, können wir eigentlich mit Blockheizkraftwerk und PV ganz gut abdecken. Und die Abwärme aus unserem Blockheizkraftwerk dient jetzt dazu, um den Nachbar zu beheizen. Das heißt, die Abwärme wird hier genutzt und ich sage mal, so Blockheizkraftwerk hat einen Wirkungsgrad von knapp 90% gegenüber einem Kohlekraftwerk mit 40 oder Atomkraftwerk letztendlich. Ja, das heißt, wir haben da 2,5-Faktor bessere Effizienz. Ja. Eine Kombination aus der Solarenergieanlage und dem Ökogas-Blockheizkraftwerk, also dass Energie hauptsächlich dann benutzt werden soll, wenn sie vorhanden ist, weiß nicht nur der Arbeiter in den Hallen, sondern auch die Software. Die greift zum Beispiel auch auf den Wetterbericht zu, lädt die E-Flotte bevorzugt dann, wenn sich die Sonne zeigt. Warum muss ich Auto in der Früh um 6 laden, wenn ich erst abends um 4 wegfahre? Also das sind genau die Systeme der Zukunft, wo wir brauchen. Intelligente Systeme, auch über KI, dass Systeme erkennen, wann wird wohl heute solarer Antrag da sein und wo will der nachher letztendlich das Auto sich hinbewegen zur nächsten Fahrt. Geheizt wird hier mit einer Pelletheizung, die regionale und nachwachsende Rohstoffe verbrennt. Ist mal zu viel Wärme vorhanden, wird die in Form von heißem Wasser im Pufferspeicher gehalten. Eine riesige Thermoskanne, wenn man so will, mit 100.000 Litern. In der warmen Jahreszeit laufen Blockheizkraftwerk und Pelletheizung dann deutlich weniger. Dann hat die Solaranlage Hochsaison, produziert teilweise sogar so viel Energie, dass der Überschuss eingespeist werden oder diese riesige Batterie geladen werden kann. In schattigeren Zeiten wird sie dann wieder entladen. Andreas Müller sieht sich und seine Firma beim Thema Energiewende mit in der Verantwortung. Das funktioniert alles, ja. Wenn man ein bisschen mitdenkt sozusagen. Wenn man mitdenkt und wir können das heute auch sagen, die Energiewende wird auch technologisch funktionieren. Ja. Die wird funktionieren, wir müssen nur jetzt konsequent sein und wir dürfen nichts mehr machen, was nicht Stand der Technik von heute ist. Das ist eigentlich das Entscheidende. Ich probiere jeden Tag zu sagen, zu erklären und es kommt viel Bewegung rein, aber es braucht Durchsetzungskraft und Durchsetzungsvermögen aller Beteiligten. Im Vergleich zu einem durchschnittlichen deutschen Unternehmen wurden hier dieses Jahr schon über 1.000 Tonnen CO2 eingespart. Das entspricht etwa der Menge an CO2, die 100 Deutsche in einem Jahr verursachen. Das war's mit den Allgäu TV Nachrichten für diese Woche. Am Montag begrüßt Sie hier mein Kollege Boris Weltermann. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Machen Sie's gut. Salite, natürlich aus Allgäuer Milch. www.salite.de